it too. Don't forget about me. Can I borrow some money? I look up to you. Help me to achieve. Still I'm needing that money, but I do love you. It ain't what it seems. I got a friend that graduated college. Middle school, we made a pact. When she made it, I would be her client. Studied law, hit them books a lot. I see her rising and I'm happy, cause I know she ain't never stopped. I know what do. In the valley, okay. Cali green, fresh cuts and reciprocity. He said the bridge got problems, we don't even know. He said, let them have my problems. I bet you they won't trade me though. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele von euch hatten sich einen Haul gewünscht. Einen Haul, in dem ich euch quasi zeige, also ein Video, in dem ich euch zeige, was ich denn für das Baby so gekauft habe an Klamotten, also die Erstausstattung sozusagen. Ich hatte euch ein Video abgedreht, da hatte ich euch die großen Sachen gezeigt, also das Babybay und die Wippe und so weiter. Und heute folgt eben ja, das Video mit den Babyklamotten, die ich zusammen mit meinen Schwestern geshoppt habe. Das hatte ich euch auch so ein bisschen auf Instagram gezeigt und deshalb kam eben die Nachfrage. Auch als kleine Inspiration vielleicht oder einfach Interesse halber, um zu sehen, was das Baby denn so bekommt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich noch super viel von den Jungs habe. Wer meine Vlogs schaut, weiß es auch. Hier standen ganz, ganz viele Pampers-Kartons. Ich habe die von unten geholt und war selbst total überrascht, wie viele Dinge ich aufgehoben habe, die noch super, super schön sind. Und auch diese Sachen wird natürlich das Baby tragen. Auch wenn es ein Mädchen wird, wird es definitiv hellblaue oder pastell-türkisfarbene Teile tragen. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich freue mich einfach, dass ich noch so viel von den Jungs habe. Aber die haben natürlich auch neue Sachen bekommen, als sie zur Welt gekommen sind. Und deshalb bekommt natürlich das Baby auch richtig, richtig schöne Sachen, wie ich finde, eben dann zur Geburt bzw. für die Wochen danach. Und damit starten wir jetzt durch. Das war ein langes Intro. Ich weiß nun noch nicht so richtig, wie ich es machen soll, denn wenn ich Dinge ganz nah an die Kamera halte, dann rattert es ein bisschen. Der Alessandro ist nämlich gerade nicht da. Schaut mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das hört. Der würde mir jetzt nämlich die Kamera einstellen. Und deshalb mache ich es einfach so, dass ich die Dinge separat abfilme, damit ihr dieses Rattern nicht habt, weil ich glaube, es stört euch sonst. Ja. Also gut, dann werde ich jetzt mein Bestes geben. Wir starten durch mit den Dingen. Und zwar habe ich ganz tolle Oberteile für das Baby gekauft. Diese beiden hier zum Beispiel, die finde ich halt ideal, weil die hier an der Seite so Knöpfe haben. Also das heißt, man macht ein paar Knöpfe auf, legt das Baby rein und dann kann man die Knöpfe wieder zumachen, sodass man nicht ständig das Ganze über den Kopf ziehen muss, was ziemlich nervig ist. Und ich finde es halt auch super, super schön, um jetzt nicht wieder zu sagen, edel. Doch, ich finde es edel, aber das habe ich ganz oft auch in meinem letzten Video gesagt. Jedenfalls habe ich zwei verschiedene Größen genommen und zwei verschiedene Farben. Einmal in Größe 68 und einmal in Größe 50, 56. Und ich werde das Ganze dann mit diesen Hosen hier kombinieren. Ich habe drei Stück und die sehen so aus. Das sind jetzt auch kleine Größen, also das ist jetzt auch wieder 56 und hier habe ich 62. Und hier, das ist auch 50, 56. So eine Hose hier hat zum Beispiel 13,99 Euro gekostet und ich finde die Kombi einfach richtig schön. Hier zum Beispiel mit diesem Teil oder eben diesem. Aber ich habe ja noch mehrere Sachen gekauft und kann das dann immer abwechselnd dem Baby anziehen. Dieses Set hier zum Beispiel, das hat mir die Mayra geschenkt. Das hatte ich euch auch in dem Blog gezeigt. Das ist von Zara. Auch richtig, richtig schön. Gefällt mir total gut. Ich habe immer nur so ein bisschen Angst, dann die Sachen zu waschen. Also ich denke, ich werde das Ganze mit der Hand waschen, damit die Sachen nicht kaputt gehen. Ich würde euch auch gern die Preise wirklich von jedem Teil sagen. Aber eine meiner Schwestern hat das alles schon abgemacht, weil sie es gut gemeint hatte. Sie wollte es nämlich schon mal waschen. Aber das wollte ich nicht, weil das ja erstens mal noch dauert, bis das Baby zur Welt kommt und das Kinderzimmer ist ja noch nicht da und deshalb ja, werden die Sachen zwar dann gewaschen, aber wohin dann damit, ne? Und deswegen kann ich euch jetzt nicht von jedem Teil den Preis sagen, aber manche Sachen weiß ich noch. Genau, also gut, erstmal so viel dazu. Dann habe ich wunderschöne Longsleeves gekauft fürs Baby.
richtig, richtig schön sehen die aus. Also ich habe hier zum Beispiel 50 oder 56 und dazu habe ich mir eben folgende Gedanken gemacht. Oh Gott, auch total süß hier, ne? Mit diesem Häschen. So süß. Und zwar zum einen kann ich natürlich dann auch wieder diese Kombi hier dann so dem Baby anziehen, ne? Mit den Hosen, die ich eben gekauft habe. Aber ich habe auch noch andere Hosen, die kann ich euch dann auch gleich zeigen. Und ich finde das eben so als Kombi total schön. Und dazu habe ich dieses Jäckchen hier gekauft, wenn das Baby eben diese Longsleeves trägt. Das sieht so aus. Hier auch mit diesem Häschen total goldig. Und zwar mit dem Longsleeve deshalb, weil das ja dann mit diesen Teilen hier ein bisschen zu dick wird, denke ich mal. Ne? Also ja, aber ich werde es dann sehen. Genau, es kommt dann eben auch aufs Wetter drauf an. Unser Baby wird ja im Winter geboren. Deshalb musste ich schon etwas dickere Sachen kaufen, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Jäckchen hier. Das wird das Winterjäckchen vom Baby. Richtig süß. Und seht ihr, hier finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass da blau mit dabei ist. Eben wenn es ein Mädchen wird, dann hat es eben hier einen blauen Streifen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Man kann ja dann unten drunter dafür was Rosanes zum Beispiel anziehen, ne? Und eben so eine graue Hose. Das Jäckchen hat 29,99 € gekostet, das weiß ich noch. Und ja, ich finde es total schön. Es ist so kuschelig weich. Dann habe ich dem Baby zwei Mützchen gekauft. Und zwar einmal dieses hier von Steif. Das war reduziert auf 29,99 €. Nee, ich lüge. Entschuldigung, 24,99 €. Genau, da ist der Preis. Total schön, ne? Hier. Und alle meine Jungs haben so ganz besondere Mützchen bekommen für die Anfangszeit. Und die wandert dann auch wieder in die Erinnerungsbox. Falls ihr meine Vlogs verfolgt, wisst ihr, welche Erinnerungsbox ich meine. Ja, fand ich total goldig, das Mützchen. Auch schön warm. Und das hier, das ist halt ein kleines Mützchen. Das ist jetzt Größe 62. Das ist von C&A. Und das hat 6 € gekostet. Und auch total schön, ist jetzt hier gefüttert. Und ist halt noch sehr klein. Wobei ich sagen muss, dass ich viele, viele Mützchen noch von den Jungs habe. Gerade so für die Anfangszeit. Wenn das Baby aus dem Krankenhaus kommt, dann ja, setzt man jetzt nicht unbedingt so eine dicke, fette Mütze auf, ne? Genau, das ist dann, wenn wir eben spazieren gehen. Dann habe ich Strumpfhosen gekauft. Und zwar, ja, einfach Strumpfhosen halt, ne? Sehen so aus. Hier eine ganz kleine Größe. Und die sind etwas größer. Strumpfhosen habe ich von den Jungs auch echt noch viele, aber die braucht man auch. Also Strumpfhosen und Söckchen und Bodies müsst ihr auf jeden Fall echt in mehrfacher Ausführung im Schrank haben, weil gerade die Bodies, die werden auch öfters mal dreckig. Dann habe ich wunderschöne Söckchen gekauft, die sehen so aus. Ja, meine Schwester hat die, wie gesagt, schon aus der Packung raus. So sehen die aus. Die waren hier drinnen. 5,95 €. Ja, für 3 Paar. Und ich habe 2 Packungen genommen. Und dann habe ich einen wunderschönen Strampler gekauft. Oh Gott, schaut mal, wie süß der aussieht. Vielleicht bekommt das Baby das sogar an, wenn wir aus dem Krankenhaus kommen. Das weiß ich aber noch nicht. Mal schauen. Da zieht man ja immer so ein bisschen was Besonderes an, ne? Weil das dann auch ein Erinnerungsstück sein wird. Ja, der Strampler hat gekostet, ich kann es euch sagen, 34,99 €. Genau. Der war auch reduziert. Ja. Von 44,95 €. Ganz schön viel Geld, ne, für einen Strampler. Aber es ist ja was Besonderes und deshalb durfte der mit. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch einen Strampler von H&M. Haben wir auch dann an dem Tag noch angesteuert, den H&M, und haben den irgendwie gefühlt leer geräumt, was Quatsch ist. Aber es war dann halt irgendwie schon lustig, ne? Die beiden haben mir immer alles hingehalten. Heidi, schau mal hier, Heidi, schau mal hier. Und irgendwann dachte ich mir, Leute, jetzt es ist gerade alles ein bisschen anstrengend. Zumal ich ja auch immer wegen der Größe nachdenken musste, ne, was ich schon daheim habe und so. Aber es hat echt viel Spaß gemacht mit den beiden. Ja, dann haben wir gemeinsam eben diesen Strampler noch ausgesucht. Der ist auch total goldig, ne? Hier mit diesem Teddy. Das ist Größe 56 und dafür habe ich bezahlt 12,99 €. Voll süß hier mit den Füßchen hier unten, ne? Dann habe ich Bodies gekauft. Wie gesagt, Bodies braucht man am Anfang. Das fand ich irgendwie total süß. I love Dad und I love Mom. Und das ist Größe 56 für 12,99 €, 2 Stück.
Und dann habe ich noch diese hier. Das finde ich halt ideal, ne? Denk dran, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Also das ist sehr wichtig, genau, dass man die hier halt an der Seite aufknöpfen kann. Ne? 9,99 Euro in Größe 56. Und dasselbe nochmal. Ja, auch 56 habe ich hier genommen. Genau. Und dann habe ich noch diese Bodies hier gekauft. Die sehen riesig aus. Ne? Größe 68 ist es schon. 14,99 Euro. Meine Babys sind ja bisher alle sehr groß zur Welt gekommen und deshalb, ja, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du das einfach schon mal mit. Ich habe mir dazu Folgendes überlegt. Ich habe diese Höschen hier gekauft, diese Hosen, nicht Höschen, 14,99 Euro in Größe 56 und entweder ziehe ich dann so ein Body an, wobei die ja, wie gesagt, sehr groß sind, oder halt so ein Body, ne? Halt dann farbigen, der auch schön aussieht. Für zu Hause sind solche Hosen wirklich ideal, die sind total bequem. Ne? Hier unten sind die auch zu, also das heißt, man muss nicht extra noch Söckchen anziehen. Und ja, die sind eben auch ja, sehr, sehr praktisch und deshalb durften sie mit. Und dann habe ich jetzt hier noch einen Strampler. Und zwar sieht der so aus. Der ist von C&A, 12 Euro. Und den habe ich beim Event geschenkt bekommen, als ich in München war. Da war eben C&A auch vertreten. Und da durfte ich mir diesen wunderschönen Strampler hier aussuchen. Und ist eben auch ideal für Mädchen und für Jungen, wie ich finde. Ja, hier ist so ein bisschen Gelb mit dabei. Gefällt mir total gut. Jo, war noch irgendwas dabei? Nö. Ich glaube, ich habe aber die Hälfte irgendwie vergessen. Ja, nee. Oder? War jetzt noch irgendwie was dabei? Nee. Ging jetzt doch ganz schnell, ne? Aber ja, wie gesagt, ich habe ja noch einiges von den Jungs und zur Not geht man halt nochmal los und holt dann das ein oder andere Teilchen. Aber ich denke, das wird erstmal reichen für den Anfang. Außerdem hat man ja auch eine Waschmaschine. Sorry, wie gesagt, meine Lieben, dass ich euch jetzt nicht ganz genau jeden Preis sagen konnte. Das tut mir jetzt echt voll leid. Okay, meine Lieben, dann war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dieser kleine Haul. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf ja, das, was ihr mir schreibt. Diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, das wisst ihr. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.